Also ich erzähle mal ein bisschen was allgemein über OWASP. Ich mache morgen auch noch zwei Vorträge. In einem geht es um ein konkretes Projekt dann, das sehen wir nachher auch kurz. Und ansonsten ist dann noch ein zweiter Security-Vortrag, der hat aber nicht direkt was mit der OWASP zu tun. Okay, was heißt das jetzt eigentlich? Also Open Web Application Security Project. Vor einer ganzen Weile, ich glaube 13 Jahre, haben sich so ein paar Leute überlegt, das kann nicht mehr so weitergehen, wie es ist. Und dieses Projekt ins Leben gerufen, ist quasi auch ein NGO, ist US-based, deswegen sind da, aber inzwischen gibt es weltweit Chapters. Und genau, was ist OWASP jetzt? Also eine Community, die sich mit, aber mit einem bestimmten Fokus von IT-Sicherheit, nämlich Webanwendungen und dem Betrieb von solchen Sachen beschäftigt und da nicht nur Technik, sondern halt auch Tools und Dokumentationsprojekte bereitstellt, die von allen frei genutzt werden können und selber auch Veranstaltungen, also Konferenzen betreibt, worüber sich das Ganze am Ende des Tages auch finanziert. Weil, genau wie die Veranstaltung hier, OWASP lebt quasi von freiwilliger, unentgeltlicher Mitarbeit. Und es ist auch eine gute Chance, wenn man sich in dem Gebiet weiterentwickeln will, wenn man da einfach mitmacht. Weil es gibt hier Statistiken, die sagen, dass 94% denken, dass die, wenn man in freiwilligen Projekten mitmacht, dass die Qualität also auch am Arbeitsplatz wieder zugutekommt. Oder 58% sagen, dass man da auch Erfahrungen sammeln kann, die man am Arbeitsplatz oder an der Uni oder woanders nicht sammeln kann. Kann sicherlich jeder bestätigen, der sich schon mal freiwillig engagiert hat. Auch in anderen Sachen, nicht IT-Sachen, das ist ja unabhängig davon. Genau, oder dass halt auch der Arbeitgeber Zeit dafür einräumt, weil er wieder was zurückkriegt. Genau, was hat man davon, wenn man mitmacht? Man lernt auf jeden Fall was. Und man kann diese Projekte, es sind eine ganze Menge, ich werde nicht alle erzählen, ich zeige nachher auch ein paar auf den HTML-Seiten, so zur groben Orientierung, es sind ungefähr 200 Stück oder so. Die einen sind halt ein bisschen aktiver, die anderen sind nicht so aktiv. Also es gibt viel zu tun, wir freuen uns auch immer, wenn noch mehr Leute mitmachen. Wie das geht, zeige ich nachher noch. Genau, das ist hier so ein, wer ist denn schon bei der OWASP aktiv? Keiner? Wer kennt OWASP überhaupt? Okay. fast die Hälfte, die jetzt hier sitzt. Macht jemand schon aktiv in einem Projekt bei der OWASP mit, von den Leuten hier im Raum? Keiner. Ja, schön. Also wisst ihr, was er nachher alles tut? Nee, genau. Wer arbeitet schon und hat mit IT-Sicherheit zu tun? Okay, das sind ja gar nicht so viele. wer arbeitet für die Regierung? Ja, wird sich jetzt auch nicht outen, ist schon klar. Wer ist Entwickler? Okay, wer ist Architekt? Also Software-Architekt? was haben wir denn noch? Pentester, gibt es Pentester hier im Raum? Die langweilen sich wahrscheinlich gerade ein bisschen. Ich hoffe nicht zu sehr. das wird dann... Ja, morgen ist auch so eher so ein Grundlagenvortrag. Was haben wir hier noch? CIOs? Da kann ich selber meinen Namen. genau, okay, dann machen wir mal weiter. Genau, wie lange gibt's das schon? Seit 13 Jahren, wie gesagt. Schon eine Weile her. Und die Frage ist, wie das in, sagen wir mal, 7 Jahren aussieht, wenn es dann 20 Jahre alt ist. Schauen wir mal. Genau, was sind die Grundlagen von diesem Projekt? Oder wo kommt das, der ganze Output her, den man da nutzen kann? Ja, alles, was OWASP macht, auch die ganzen Konferenzen, auch alle Vorträge, alle Slides, das ist immer alles verfügbar. Es ist immer frei zugänglich. Das ist ein Grundsatz von dem Ganzen. Ihr könnt ja auch nach der AppSec suchen. Da gibt es eine AppSec EU, Application Security heißt die Konferenz. Und es gibt eine US-Version, findet jeweils jährlich statt. Und alle Slides, Vorträge werden da auch aufgezeichnet, so wie hier. Man kann sich das dann auf YouTube oder halt die Slides einfach anschauen.
und benutzen auch die ganzen anderen Materialien. Die OWASP Top 10 ist wahrscheinlich so das bekannteste, wenn man im Webumfeld unterwegs ist. Alle sollen sich da mal dran halten. Das ist aber nur eins von vielen Projekten und Möglichkeiten, die OWASP bereitstellt. Innovation. Es sind viele Leute auch aus der Industrie hier aktiv, sehen das nachher noch so als in ein paar Zahlen. Auch viele Unternehmen unterstützen das aktiv, Google, Microsoft und so weiter. Die arbeiten damit oder bringen auch eigene Ideen ein. Es ist inzwischen, wie gesagt, ist zwar in den USA entstanden, aber inzwischen eine globale Organisation und es gibt in jedem Land, ja, in jedem Land der Welt wahrscheinlich nicht, aber in vielen Ländern gibt es quasi sogenannte Chapter und darüber kann man dann auch leicht in Kontakt mit den Leuten treten. Und OWASP, wie an diesem sehr bekannten Top-10-Projekt, ist halt auch inzwischen eine etablierte Ressource, wenn es um IT-Sicherheit im Webumfeld oder im Internet geht oder auch, wie man bestimmte Dinge tun kann oder soll. Genau, kommen wir mal zu den Nummern, zu den Zahlen. Das ist hier so ein bisschen zu veranschaulichen. Also inzwischen gehen da 2,6 Millionen Menschen. Die Zahl ist, glaube ich, auch noch von 2015. Inzwischen sind es wahrscheinlich mehr. Und um das ein bisschen in Relation zu setzen, in 2013 war es die Hälfte pro Monat, die sich dort Informationen geholt hat. Sieht man auch hier, das sind die Unique Visitors. In 2013 waren es nur 400.000. Also massiv, es zeigt halt auch die Reputation, die hinter den Dingen, die die Menschen da machen, steht. Und das ist quasi der de facto Standard in vielen Bereichen inzwischen. Hier sieht man nochmal die Zahl, das ist jetzt von 2015, März, 126 aktive Projekte. Es gibt auch so ein paar, die, naja, das ist halt alles freiwillig. Einer fängt ein Projekt an und dann macht es keiner weiter. Dann stirbt es halt. Das kann man dann auf der Webseite sehen. Es gibt so drei Kategorien, das zeige ich nachher auch noch mal kurz. Es gibt so eine Flagship-Kategorie. Da waren 2015 drei drin, das sind inzwischen auch mehr. Das sind, glaube ich, 9 jetzt. Das sind quasi etablierte, langlaufende, stabile Projekte, die auch entsprechenden Support haben, durch genügend viele Menschen, die dahinter stehen. Dann gibt es eine Labs-Kategorie. Da waren hier 26 drin, als aktiv. Und dann gibt es noch einen Inkubator, das ist so für neue Projekte, wenn jemand was Neues anfängt. Das kann eigentlich jeder machen, sagen, hey, ich will mal ein Projekt machen. Muss man einfach mal das Board anschreiben und dann geht das eigentlich ganz einfach. Genau, hier sieht man 268 aktive Gruppen, die sich, also die OWASP-Themen erzählen oder halt auch an Projekten arbeiten. Und die aktivsten sind halt die Europäer und die US. Eine AppSec Asia gibt es auch ab und zu, aber das ist noch nicht so etabliert. Ha? Ja, dann kannst du ja was dran ändern. Nee. Ja, es hat vielleicht auch politische Gründe, weiß ich nicht, aber das ist halt der Stand, der ist, glaube ich, sogar von 2013, also ist nicht ganz aktuell. Aber man sieht, es gibt eine ganze Grönland, da ist auch noch so ein bisschen leer. Aber Kanada ist doch, hier sind hier unten, das ist, glaube ich, sind kanadische Bubbles. Weiß nicht, wo ist denn die Linie da genau, weil die wichtigen Städte in Kanada liegen ja alle im Süden, die sind nah an der Grenze, das sieht man jetzt auf der Karte so nicht. Ja, das sind jetzt Subscribed People auf OWASP Mailinglisten. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt was Besonderes bedeutet oder nicht, aber also da sind eine Menge Leute aktiv. Es gibt, also es wird halt viel genutzt. Ja, da kann man jetzt alle möglichen, auch das SANS, was ja auch eigene Sachen hat, also oder alle möglichen Center aufsehen, ja, Emergency Response Center, die Material zu OWASP beisteuern oder selber nutzen oder sich auf diesen Standard, auf diese etablierten Standards beziehen. Also da kann man jede Menge
Sachen aufzählen. Das kann man auch selber recherchieren. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend. Es gibt auch Universitäten, die aktiv, das ist halt oft an den Tools, arbeiten oft Universitäten oder auch Unternehmen mit, weil sie die selber nutzen. Man kann halt auch Mitglied werden, um die Organisation zu unterstützen durch einen Mitgliedsbeitrag. Man hat quasi keine Benefits, außer dass die Konferenzen ein bisschen preiswerter werden, nämlich genau um den Mitgliedsbeitrag. Genau. Es gibt halt, wie gesagt, auch Unternehmen, die sich aktiv dran beteiligen und das ein bisschen Grund mitfinanzieren. Und dann gibt es 2268, aber wie gesagt, das ist von 2013, inzwischen sind es, glaube ich, ein paar mehr, Mitglieder, die das noch so ein bisschen unterstützen durch ihre eigene Mitgliedschaft. Wer leitet den ganzen Kram eigentlich? Oder wer ist so die Hauptansprechpartner? Das sind meistens Leute, die irgendwo in der Industrie tätig sind. Ich glaube, der Tobias Gondron ist seit einem Jahr CIO von Huawei. Und der macht halt auch viel in der Richtung. Von den anderen weiß ich jetzt nicht genau, was die machen, außer dem Jim Manico noch. Der hat mal White Hat Security, war der mal mit involviert, der ist aber wieder rausgegangen. Also das sind Leute, die sind meistens in der IT-Sicherheitsbranche unterwegs oder in Unternehmen und machen, weil ihnen langweilig ist, machen sie hier noch ein bisschen mit. Das ist ja auch alles so ein bisschen Arbeit. Genau. Dann, was gibt es so für Dinge zu tun? Ist ja nicht immer alles schön und gut, sondern auch OWASP. Ihr habt gesehen, es gab da einen Haufen Projekte, das muss irgendwie organisiert werden, man muss die am Leben halten, man muss neue Leute ranholen. Vielleicht findet sich ja der ein oder andere, der das spannend findet und da mitmachen will. Und hier geht es halt auch darum, wie kann man zum Beispiel die Materialien, die existieren, zum Beispiel für Trainings, also dass sie leicht wiederverwendet werden können von Leuten, die jetzt nicht unbedingt eine Schulung in dem Material bekommen haben, wie man die Chapter, also die lokalen Gruppen stärken kann, organisatorisch oder auch finanziell, und wie man diese Flagship-Projekte oder die etablierten Projekte auch dauerhaft am Leben erhält und sie auch eine höhere Aufmerksamkeit bekommen, außer diese Top Ten, die jeder kennt. Ich zähle nachher noch ein paar andere auf. Gibt es halt doch noch eine ganze Menge andere Sachen und auch die sind wichtig und relevant. Genau. Was haben wir hier? Volunteer Engagement. Machen wir mal die. Genau, also es ist wichtig, es lebt genau wie die GPN auch von der Mitarbeit von euch vielleicht. Genau. Nur mal ganz grob, das sind so ein paar Zahlen von 2014, seht ihr, was da ausgegeben wird. Der Hauptteil geht halt für die Konferenzen und lokale Events drauf, wenn Speaker unterstützt werden, aber meistens ist das alles, kriegen die kein Geld, vielleicht eine Entschädigung fürs Hin- und Herfahren, oder es ist halt einfach lokal organisiert. Genau. Und der Rest, das ist gar nicht so wahnsinnig große Zahlen. Und in Summe lebt das ganze Ding von 1,7 Millionen im Jahr. Davon geht aber der Großteil für die Organisation und die Durchführung von den Konferenzen drauf. Wo kommt jetzt das ganze Geld her? Von den Konferenzen, weil die sind ein bisschen teurer, vor allem die nicht wie hier. Da kommt halt das meiste Geld rein, dann noch die Corporations. Und ansonsten, naja, die Einzelmitgliedschaften machen jetzt nicht so viel aus. Aber das finanziert sich auch so ein bisschen wie der Entropia. Die GPN ist so, die trägt sich halbwegs selber und dann bleibt noch ein bisschen was über für den Verein fürs Jahr. Und so ähnlich funktioniert das hier im Prinzip auch. Genau, die haben eigentlich nur 8 Angestellte, die sich um in Vollzeit oder Teilzeit noch um ein paar organisatorische Dinge kümmern, die man halt rein, das geht halt primär um Konferenzorganisationen, die man halt in reiner Freizeit in der Größenordnung dann nicht immer hinkriegt. So, wie kann man jetzt mitmachen? Ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet. Also es gibt diese Local Chapter. Es gibt zum Beispiel auch eins in Deutschland. Überraschung. Und dann gibt es aber neben diesem Chapter gibt es auch noch
hier in Deutschland nennt sich das Stammtische. Die treffen sich mehr oder weniger regelmäßig. In Karlsruhe gibt es auch einen. Genauso wie es Usergroups zu allem Möglichen gibt, gibt es auch einen OWASP-Stammtisch in Karlsruhe. Der trifft sich monatlich, erster Dienstag im Monat. Und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Es gibt eine Mailingliste und eine Webseite. Über die Mailingliste ist es sicherer. Die Webseite ist nicht immer aktuell, das Wiki. Und das ist an unterschiedlichen Orten. Es gibt jetzt keinen festen Platz. Es hängt so ein bisschen von den aktiven Leuten ab. Das ist oft bei 1&1 oder bei SAP Research in der Nähe vom Campus. Oder auch mal da, wo ich arbeite. Und dann geht man hinterher noch ein Bier trinken und irgendwer erzählt was Schönes. Oder man bespricht auch, jetzt im Juni ist in Rom wieder die EPSEC EU. Und dann erzählen zum Beispiel zwei Leute ihren Vortrag da schon mal vor und verbessern ihn vielleicht noch ein bisschen. Oder jemand erzählt von der Konferenz, wo er war, ein paar Sachen oder was Eigenes. Genau, und neben diesen lokalen Aktivitäten, wo man sich einfach über aktuelle Themen austauscht, kann man sich auch direkt an den Projekten beteiligen, kann sich auf der Mailingliste subscriben. Jedes Projekt hat in der Regel ein Lead, den kann man auch anschreiben per Mail oder Jabba oder was auch immer der da angegeben hat, Twitter. Und sich da einbringen, wenn einen so ein Projekt interessiert. Wie gesagt, es gibt 126 aktive Projekte, kann man sich was aussuchen, ob man lieber Code schreiben will oder ein Tool bauen möchte oder an so einem, die nennen das dann Dokumentationsprojekt, achso, das habe ich ja noch hier stehen, genau, oder eher so in der Dokumentationsschiene, was dann immer so, Dokumentation bedeutet quasi Guidelines, Trainingsmaterial, das fällt in die Dokumentationskategorie. Und wie gesagt, die Projekte sind in drei Typen aufgeteilt, Flagship, Lab und Inkubator. Und ich gehe gleich mal auf die Seite und zeige das dann mal grob. Was ein paar Beispiele für Flagship-Projekte ist einmal diese Top-10-Liste, ja, also diese Findings, die immer noch irgendwie die gleichen sind seit 10 Jahren. Selbst SQL Injection ist immer noch irgendwie auf Platz 2 oder 3 vom Risiko her und man fragt sich, wieso. Wir haben 2016, alle Programmiersprachen können parametrisierte Abfragen machen. Es gibt gar keinen Grund, dass das noch so ist. Ja, aber da rede ich morgen drüber. Und zum Beispiel dieser Attack Proxy ist ein Beispiel für ein Tool, was von OWASP oder Menschen da entwickelt wird und weiterentwickelt wird, was aber halt schon relativ lang existiert, was also hilft, solche Sachen zu finden. Und auf der anderen Seite ein Beispiel für Code. Ja, Code habe ich schon vergessen, Code gibt es auch noch. Es ist ein Mod Security Core Ruleset. Also Mod Security ist kein OWASP-Projekt, das ist ein Apache-Projekt, aber das Standard-Ruleset, was man benutzen könnte, ist halt wiederum ein OWASP-Set. Warum fällt das in Code? Konfiguration, Regeln ist auch Code. Genau, und dann nochmal was ganz anderes, was viele vielleicht noch nie gehört haben, was ich aber auch ganz spannend finde, ist Soft. Ihr müsst euch immer das Wort OWASP davor denken, das habe ich jetzt noch weggesagt, also OWASP-Set, Attack Proxy, OWASP Mod Security Core Ruleset Project. Und dann gibt es halt auch das OWASP Software Assurance Maturity Model Project, kurz SAM. Das finde ich halt auch ein ganz spannendes Projekt, was viele nicht kennen. Da geht es darum, was muss man eigentlich organisatorisch noch alles tun, außer sicheren Code schreiben. Das ist einer von 12 Aspekten, der da drin abgedeckt ist. Wie zum Beispiel Leute trainieren, dass sie vernünftigen Code schreiben können. Oder halt auch andere Dinge, die sind da abgedeckt. Das finde ich ganz spannend. Aus der Labs-Ecke, also das sind wirklich nur so Ausschnitte und man kann da zu jedem von den Stichpunkten, die da draufstehen, sicherlich länger als eine Stunde reden, aber es sind mal so Stichworte. Die O2-Plattform hat nichts mit der Telefongesellschaft zu tun, sondern das ist eine Skript-Plattform, die ist C-Sharp basiert, mit der man auch
Dinge testen, laufen lassen kann. Das habe ich mir angeguckt, ist ein sehr, sehr spannendes Tool. Kann man alles Mögliche mitmachen. Was wieder so aus der Dokumentationsecke kommt und auch in die Trainings- und Schulungsecke fällt, sind halt diese Cheat-Sheets. Das heißt, da ist meistens auf einer DIN A4-Seite zusammengefasst, wie kann man auch diese Top-10-Geschichten anders machen. Also was kann man tun, damit man das Problem nicht hat. Das ist ein guter Einstieg, es ist sehr komprimiert und man hat da einen leichten Überblick. Das gibt es zu allen möglichen Themen, aber das ist halt ein Projekt, wo das zusammengefasst ist und weitergetrieben wird. Dann gibt es was relativ Neues. Da mache ich morgen ja noch einen extra Vortrag drüber, die Proactive Controls. Da geht es genau darum, ja, alle haben immer diese Top-10-Liste und das will man nicht in seiner Anwendung haben und jenes nicht und wie kommt man da jetzt eigentlich hin? Und das ist der Versuch zu sagen, ja, okay, zu jedem dieser 10 Punkte auf der Liste kann man, hat auch ein bisschen mit den Cheat-Sheets zu tun, eigentlich, um was geht's da und auf was muss eigentlich der Coder achten, weil letztendlich ist es immer eine Line of Code, die am Ende das Problem macht oder nicht hat. Und dann gibt's auch Mobile Security, spannendes Feld. Wir machen jetzt wieder alle Fehler nochmal, die wir schon vor 10 Jahren im Web gemacht haben und vor 20 Jahren auf dem Desktop. Eine mobile Anwendung ist nichts anderes als eine Desktop-Anwendung am Ende des Tages. Nur, dass sie woanders läuft. Aber irgendwie wiederholt sich das immer alles in Zyklen und alle lernen das immer wieder neu. Und das sind so ein paar Tools, die versuchen, das aufzugreifen und bereitzustellen. So, das waren jetzt schon die Folien. Und jetzt gehe ich mal noch ein bisschen auf die Seite, weil das ist so ein Media-Wiki. Das ist auch ein Thema, die Plattform anzupassen, in der die Informationen präsentiert werden, weil das ist auch nicht mehr ganz so up-to-date. Ist also immer so ein bisschen unübersichtlich. So, mit was fangen wir an? Welcome to OWASP. Klingt gut. So, genau. Also, ja, super. Ne? Das ist die Startseite, wenn man OWASP.org, ja, falscher Fehler, wenn man OWASP.org aufruft. Ein bisschen unübersichtlich, deswegen habe ich so mal so ein paar Links schon rausgesucht. Hier links hat man so eine grobe Orientierung, da gibt es diese Chapters zum Beispiel, da kann man dann schauen, gibt es eins in meinem Land. Und dann gibt es hier auch diese Projekte, so ein bisschen versteckt, alphabetisch sortiert. Und hier auf der Einstiegsseite hat man schon mal so ein bisschen diese Flagship-Projekte, die tauchen hier oben auf. Seht ihr hier die Top 10, das Ruheset, Testing Guide gehört auch zum Flagship, App Sensor, ein Development Guide, der ist relativ dick, mühsam zu lesen. Also hier hat man so einen gewissen Einstieg, wenn man weiß, dass er da ist. Es gibt auch eine About-Seite. Genau, da sind auch nochmal die Leute, die gerade so sich dafür verantwortlich zeigen. Die ist jetzt nicht so spannend. Dann sind wir, die Chapter-Seite ist dann halt schon spannender, da kann man dann halt so ein bisschen sortiert nach Regionen der Welt sich dann angucken, ob es auch was für einen gibt. In Europa sind fast alle Länder vertreten, wahrscheinlich fehlen ein, zwei, weiß ich nicht genau, ich habe es nicht gecheckt. Und dann kommt man auch auf die deutsche Seite, die ist dann sogar auf Deutsch. Und da gibt es auch ein Board. Da wollte ich mal hinscrollen. Mal dann das Board. Das wird schon unterstützt. Hier. Und zwei von den Leuten könnt ihr auch direkt in Karlsruhe finden, den Kai Jendrian und wo ist er? Martin Jones. Der ist bei SAP Research, wo der Kai ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, der ist bei 1 und 1. Bin ich jetzt nicht sicher. Müsste man nachgucken. Steht hier, wenn man hier draufklickt, kann man es nachlesen. Ach nee, da ist die E-Mail-Adresse. Und die organisieren die Aktivitäten in Deutschland. Es gibt auch immer so ein OWASP-Day einmal im Jahr. Und diese AppSec-EU, die rotiert durch die europäischen Chapters. Vor 3 Jahren, 2013, war sie in Hamburg. Jetzt ist sie in Italien, in Rom dieses Jahr.
Und wo es nächstes Jahr steht, glaube ich, auch schon irgendwo. Das habe ich hier vergessen. Aber das ist also ganz einfach, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Zwei von denen sind hier und ansonsten schreibt man denen einfach nie und sagt, ich habe das alles nicht verstanden, was der Ishi erzählt hat. Erklär mir das nochmal. Wie geht das jetzt, wenn ich ein Projekt machen will? Oder was anderes. Also das ist so die Organisation. Dann gibt es hier diese Stammtischseite, wie ihr seht, die ist nicht ganz aktuell. Also es gab inzwischen schon noch einen und der nächste ist auch geplant, der steht da nur nicht drauf. Der ist jetzt nicht nächsten Dienstag, sondern den übernächsten Dienstag, weil die zwei, die den Vortrag machen, nächsten Dienstag nicht können. Also nicht am ersten, sondern am zweiten Dienstag. Deswegen ist es besser, auf die Mailingliste zu gehen, die ist aktueller. Also da kriegt man wirklich, da kommt die Ankündigung drüber. Es gibt eine Mailingliste für Karlsruhe, es gibt auch eine für Deutschland. Meistens werden die Ankündigungen für die lokalen Stammtische auch immer auf der deutschen Mailingliste gepostet. Es gibt auch einen in Frankfurt, der ist nicht so weit weg. Die anderen sind alle ein bisschen weiter weg, der relativ aktiv ist. Da kann man sich aber einen guten Einblick holen. Das habe ich hier noch aufgemacht. Nee, das war nochmal die Übersichtsseite. Genau, also da kann man schauen, da kann man auch schauen, was gibt es noch für Stammtische in den einzelnen Städten. Es gibt dann relativ, ist alles relativ, aber es gibt einige in Deutschland. Genau, und auch einen hier. Genau, so, dann ziehe ich mal hier noch die Projekte ein bisschen rüber. Juhu. Genau, wer kann ein Projekt starten? Alle. Jeder, der Lust auf ein Projekt hat, kann eins starten. Es gibt auch so meistens, wenn man da alleine ist und nicht so viel Support hat, dann macht man mal was und dann liegt es da rum, klebt ein Oberst-Label drauf. Es gibt für das ASVS, Application Security Verification Standard, gibt es ein PHP-Tool, das hat mal jemand vor 3 oder 4 Jahren geschrieben. Das liegt auch auf GitHub rum und seitdem ist da nichts mehr dran passiert. Das ist dann quasi so ein totes Projekt. Aber kann man auch machen. Dann fragt man da mal, darf ich da Oberst draufkleben, weil ich das für die Community machen will. Geht alles. Also einfach machen, einfach mal Kontakt machen, sagen, ich habe jetzt gut. Oder bei einem der existierenden Projekte mitmachen. Hier sieht man auch nochmal, was hat die Organisation so vor. Gibt es jedes Jahr eine lange Liste. Manches wird fertig, manches nicht. Seht hier, 2015 gab es 3 verifizierte Flagship-Projekte. Da hat man damit angefangen, diese Projekte so ein bisschen zu kategorisieren und auch zu verifizieren. Inzwischen sind es 12. Also die als etabliert gelten und ihr seht, die sind auch so ein bisschen kategorisiert nach Tools, nach Code und nach Dokumentation und da gibt es alles Mögliche. Manche sind umfangreicher, manche sind ein bisschen übersichtlicher. Genau, jetzt wird die Liste schon furchtbar lang. Genau. Und auch, wenn ihr eins von den Tools benutzt, denkt halt drüber nach, beteiligt euch vielleicht mit, wenn ihr Wissen beisteuern wollt oder einfach die Wiki-Seite zum Projekt fliegen oder solche Sachen. Ich gehe auch gleich mal auf eins der Projekte drauf. Und dann gibt's halt noch den Inkubator, also alles, was irgendwie so neu ist, hier ist auch so Hacking Lab und es gibt alles, ja, alles Mögliche und Unmögliche. Es ist auch immer die Cheat Sheets und so weiter, es wird natürlich versucht, alle Programmiersprachen abzudecken oder die Major-Programmiersprachen abzudecken und halt auch übersetzen in die verschiedenen Sprachen, weil es ist natürlich immer auch ein Problem. Klar, wir sind es gewohnt, irgendwie Englisch zu lesen, aber trotzdem geht dabei Information verloren und wenn man es in der eigenen Muttersprache lesen kann, ist es immer besser oder hilfreicher, um mit dem Material arbeiten zu können und auch um es besser verstehen zu können. Also man kann auch einfach mal was auf Deutsch übersetzen, was nur auf Englisch existiert. Das wird auch schon helfen. Genau, ihr seht, es gibt hier 1000 Sachen. Und das, worüber ich morgen auch noch ein bisschen rede, die haben halt alle dann so eine Art Übersichtsseite, diese Projektseiten. Hier sieht man dann die Project Leader, die kann man einfach kontaktieren. Hier ist noch eine Übersichtsseite oder eine E-Mail schreiben.
Genau, und dann ist hier so beschrieben, was macht das Ding? Es gibt hier meistens noch so Tabs. Ihr seht, das ist mit dem MediaWiki und so alles nicht mehr so richtig schön. Und das will man dieses Jahr auch ein bisschen verbessern, die ganze Situation an der Stelle. Nee, ich glaube, das steht noch nicht fest. Da kam jetzt vor ein paar Tagen eine E-Mail rum, dass das nicht mehr schön ist. Und hier, oder dass man da was dran tun möchte. Aber kannst du gern fragen. Also ich glaube, da stand noch nicht drin, auf was es gewechselt werden soll, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, jetzt ist noch Zeit für Fragen und Anmerkungen. Ja, ich wiederhole die dann auch nochmal für den Stream. Genau, also es war jetzt einfach so mal ein kleiner Überblick, ein Einblick. Was ist das eigentlich? Wo kommt das Zeug her? Was da rauspurzelt? Letztendlich von den Leuten, die es machen. Da ist jetzt keine Dachorganisation in dem Sinne drüber, sondern halt einfach die aktiv sind. In dem deutschen Chapter, die 8, die da stehen, das sind auch nur die da stehen, weil die immer was tun. So wird man Botman. Man hebt dann auf dem OWASP Day die Hand und sagt, ja, ich pflege jetzt das Wiki. Schon hat man gewonnen oder verloren. Also das hat eher was mit Arbeit zu tun, wenn man da drauf steht, weil da kommen ja Anfragen rein, man muss die beantworten, irgendwie sich ein bisschen in der Organisation betätigen. Genau. Und genau wie alle anderen Projekte, die auf freiwilligen Basis arbeiten und etabliert sind, braucht auch OWASP immer neues, frisches Blut, das mithilft und unterstützt. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle mal so ganz grob, was das eigentlich ist und wie man mitmachen kann. Und das ist relativ einfach. Genau. Jo, gibt's Fragen? Das war zum Beispiel auch ein Problem, so, dann habe ich auch so vor ein paar Tagen gesagt, gibt's eigentlich so ein schönes Slide-Deck über OWASP? Gibt's nicht. Also bis auf dieses Zahlending, was immer in den Konferenzen dann am Anfang, aber die Leute kennen halt OWASP meistens schon, die kriegen dann halt, ja, wie viel haben wir denn gerade so aktuell? Auf der ersten Seite war auch noch das Kolosseum drauf, das habe ich mal rausgemacht. Aber das ist so das Slide-Deck, das dahingehend muss man auch mal irgendwie schöner machen, weil irgendwie ist es auch schwierig, so einen Überblick zu kriegen, ja? Wenn man auf die Webseite geht. Es gibt zwar viel Text, aber es gibt keinen richtig schönen Überblick. Und deswegen dachte ich, ich erzähle das mal so ganz grob, komprimiert, damit man was, wenn man da so ein Tool benutzt, es gibt ja noch mehr, außer die ich auf den Slides hatte oder die ihr jetzt hier gerade auf der Liste gesehen habt. Einfach reingucken und unterstützen. Ja, danke.